Gute Ideen gibt es zuhauf in unserer Welt, aber manchmal schlüpfen clevere Konzepte durch die Maschen und erhalten nie die Anerkennung, die sie verdienen. Um einige dieser vernachlässigten Geniestreiche ans Licht zu bringen, stellen wir dir ein paar wirklich geniale Ideen vor, die es überall geben sollte. Nummer 25. Löchrige Heilung. Wenn du nach einer Verletzung schon einmal einen orthopädischen Gips tragen musstest, weißt du, wie quälend das Jucken ist, das du einfach nicht wegkratzen kannst. Aber es ist noch schlimmer. Ein Gips kann dich auch daran hindern, richtig zu duschen, was ziemlich eklig sein kann. Zum Glück gibt es einen neuen Trend in der medizinischen Welt. Gipsverbände werden jetzt in 3D gedruckt, damit sie sich nicht nur an das Bein oder die Gliedmasse anpassen, sondern auch Löcher zum Waschen und, ganz wichtig, zum Kratzen haben, wenn es juckt. Dank des 3D gedruckten Kunststoffes muss der Gips nicht mehr aus einem Stück bestehen, sodass Komfort und Sauberkeit während des Heilungsprozesses gewährleistet sind. Und zusammengehalten wird das Ganze mit einer anderen großen Erfindung der Menschheit, dem Reißverschluss. Nummer 24. Augen auf die Torten. Wenn du in einem Restaurant bestellst, denkst du manchmal, dass du wüsstest, was du willst. Aber wenn sie es dann bringen und du es aus der Nähe siehst, kann es ein bisschen enttäuschend sein. Aber wenn sich diese tollen Speisekarten durchsetzen, gehören solche Momente des Bedauerns bald der Vergangenheit an. Jede Pizza ist in Farbe und in voller Größe abgebildet, sodass du genau weißt, worauf du dich einlässt. Wenn die Restaurants schon dabei sind, könnte McDonald's vielleicht auch seine Speisekarten lebensechter gestalten. Nummer 23. Spirituosen und Wäsche. Hast du jemals gedacht, dass Wäschewaschen ein bisschen zu nüchtern ist? Einige Waschsalons an der Ostküste der USA arbeiten daran, das zu ändern. Sie haben Bars eingebaut, in denen du dich amüsieren kannst, während deine Wäsche nur wenige Meter weiter entfernt schleudert. Ein Waschsalon in Brooklyn, der Sunshine Laundromat, hat das Konzept auf eine neue Stufe gehoben und versteckt die Bar hinter einer unscheinbaren Abdeckung aus Waschmaschinen. Ob unter freiem Himmel oder im Verborgenen, ein paar Drinks mit Freunden sind eine gute Möglichkeit auf das Ende deines Waschgangs zu warten. Nummer 22. Shampoo-Maschine. Wenn es darum geht, Abfall zu reduzieren, hat es die größten Auswirkungen, wenn wir die Art und Weise ändern, wie wir mit alltäglichen Dingen umgehen. Wasserflaschen aus Plastik durch wiederverwendbare Metallflaschen zu ersetzen, ist großartig. Aber Drogerien in Tschechien gehen noch einen Schritt weiter. Durch die Einführung von Nachfüllstationen für Waschmittel, Shampoo und Duschgel reduzieren die tschechischen Drogeriemärkte unzählige Einwegplastikflaschen mit einer einfachen und praktischen Innovation. Du gibst einfach deine Flasche zurück, wählst deine Nachfüllpackung aus und schon kannst du loslegen. Einfach, umweltbewusst und effektiv. Nummer 21. Selbstquetschender Teebeutel. Tee ist zweifellos ein großartiges Getränk, aber das Warten auf den Ziehvorgang und das anschließende Herausfischen des Teebeutels mit einem Löffel kann sehr zeitaufwendig sein. Die englische Marke Tetley Tea hat das erkannt und ihren Easy Squeeze Teebeuteln ein einfaches Paar Schnüre beigefügt, mit denen Teeliebhaber den Teebeutel schnell und ohne Löffel abseihen können. Eine starke, wärmende Tasse des britischen Lieblingsgetränks war noch nie so einfach. Jetzt brauchen wir nur noch selbst butternde Brötchen. Nummer 20. Buchklugheit. Ein Buch zu lesen und ein Bad zu nehmen sind zwei der entspannendsten Aktivitäten im Leben. Aber so manche zerknitterte Seite kann bestätigen, dass sich Wasser und Papier nicht gut vertragen. Zum Glück ermöglicht diese geniale Erfindung, den beiden Liebenden sich endlich zu treffen und dabei Schutz zu tragen. Eine täuschend einfache Kombination aus Plastikflaschen, Gummihandschuhen, Alufolie und Frischhaltefolie sorgt für eine wasserdichte, schwimmende Bibliothek. Für eine einfachere Version kannst du auch die Leine deines Hundes an der Wand befestigen. Pass nur auf, dass er nicht denkt, dass es Zeit für einen Spaziergang ist und in dein entspannendes Bad springt. Nummer 19. Toaster-Mikrowelle. Die Briten lieben gebackene Bohnen auf Toast und zwar so sehr, dass sie so etwas wie ein Nationalheiligtum geworden sind. Aber viel zu lange waren Mikrowelle und Toaster getrennt. Mit dieser Erfindung, die es schon seit Jahrzehnten gibt, die sich aber nie durchgesetzt hat, können Toast und Mikrowelle am selben Ort und zur selben Zeit verwendet werden. Komm nur nicht durcheinander und versuche dein Brot in der Mikrowelle zu rösten und deine Suppe zu toasten. Nummer 18. Lautstärkeregelung. In einigen wenigen Bibliotheken in Amerika sind diese seltsamen Geräte aufgetaucht. Ihre Farben ändern sich je nach Lautstärkepegel in der Umgebung wie eine Ampel und geben den Leuten einen visuellen Hinweis, wenn sie zu laut sind. Wenn es zu lange im roten Bereich bleibt, kommen die Türmchen zum Vorschein. Nur ein Scherz. Aber trotzdem eine tolle Alternative zu einem wütenden Bibliothekar. Nummer 17. Aufrechter Rollstuhl. Für Menschen, die im Rollstuhl sitzen und ihre Beine nicht bewegen können, ist es fast unmöglich, sich auf Augenhöhe zu unterhalten oder hohe Regale zu erreichen. Aber dank der Entwicklungen von Mobilitätsunternehmen wie dem Mobility Project können Rollstühle jetzt in eine aufrechte Position gebracht werden. Mit Gegengewichten und Gurten, die die Person stabil halten, könnte sich dies für Querschnittsgelähmte auf der ganzen Welt als echter Wendepunkt erweisen.
Nummer 16. Tape-O-Matic. Jeder, der schon einmal ein Geschenk eingepackt hat, kann bestätigen, dass es eine nervenaufreibende Aufgabe sein kann, das Ende einer Klebebandrolle im Auge zu behalten. Aber diese geniale Maschine von EasyRMO benutzt eine einfache rotierende Scheibe, um deine Klebebandstücke abzuschneiden und bereit zum Einpacken zu machen. Ist das nicht befriedigend? Sicherlich ein Nischenprodukt, aber eines, das dir eine Menge Zeit ersparen könnte, wenn du das Klebeband für das letzte Stückchen abschneidest. Nummer 15. Kluger Bierbecher. Eine der größten Tragödien, die die Menschheit kennt, ist der Anblick eines Mannes, der stolpert und das Bier fallen lässt, das er mühsam tragen musste. Die Firma Stack Cup hat es geschafft, wiederverwendbare Plastikbecher herzustellen, die mit einem stabilen, stapelbaren Griff mehrere Biere zusammenhalten. Damit sind die Zeiten vorbei, in denen man bei einem Fußballspiel $30 für 3 verschüttete Biere ausgeben musste. Perfekt für Stadien und andere Gelegenheiten. Ich hoffe wirklich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese geniale Innovation den Mainstream erreicht. Nummer 14. Intelligentes Reisegepäck. Bei der ständig wachsenden Vielfalt an Smart-Produkten, die es heute gibt, ist es nur logisch, dass auch Flughafengepäck dazugehört. Der Rover Speed ist das erste große Produkt, das diese Nische ausfüllt, und zwar auf eine etwas humorvolle Art und Weise. Er folgt dir wie ein kleiner rechteckiger Butler. Der Koffer nutzt eine Kombination aus Kameras, Radar und künstlicher Intelligenz, um dir zu folgen, sich deinem Tempo anzupassen und Hindernissen auszuweichen. Mit einer einzigen Akkuladung kann er 19 Kilometer weit laufen und du kannst mehrere Geräte damit aufladen. Falls er dich verliert, schickt er sogar eine Benachrichtigung an dein Handy. Lass mich in den Kommentaren wissen, ob dieses Gerät auf deiner Liste der Dinge steht, von denen du bisher nicht wusstest, dass du sie brauchst. Nummer 13. 3D-Messung. Hier ist ein super befriedigendes Gerät, dessen Existenz meist nur Insidern aus der Architektur- und Ingenieursbranche bekannt ist. Es heißt Konturmessgerät und wird verwendet, um die exakten Abmessungen deiner Oberfläche zu reproduzieren. Konturenlehren sind unglaublich praktisch, wenn es darum geht, detaillierte Hauseinbauten wie Fußleisten zu ersetzen oder wenn du die genauen Maße eines gebogenen oder komplexen Objektes nachbilden musst. Einfach gegen die Oberfläche drücken, die Litzen einrasten lassen und schon kannst du die Schablone eines unregelmäßigen Objektes für den Austausch im Handumdrehen anzeichnen. Außerdem sehen sie extrem lustig aus, wie eine praktische Version dieser Dinger. Nummer 12. Saugnapf-Kopfbedeckung. Manchmal kann eine großartige Idee in der Praxis ziemlich dumm aussehen, obwohl sie wirklich nützlich sein kann. So wie diese witzige Saugnapf-Kopfstütze für Pendler, die ein Nickerchen machen müssen. Indem du einen Helm sicher an deinem Kopf befestigst und diesen um ein Zugfenster anbringst, kannst du dich vor dem nervigen Aufwachen während einer holprigen Zugfahrt schützen. Außerdem hat diese Person sogar ein Schild auf der Vorderseite angebracht, auf dem sie ihre Mitreisenden auffordert, sie an ihrem Zielort zu wecken. Schlafe schlauer, nicht härter. Nummer 11. Schwindelbrille. Diese Idee ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber sie ist trotzdem eine gute Idee. Schwindel und andere Gleichgewichtsstörungen können das tägliche Leben der Betroffenen sehr erschweren, wobei das Umfallen zu den schlimmsten Problemen gehört. In extremen Fällen können Betroffene nicht mehr erkennen, wo unten ist, da ihr Gleichgewichtszentrum im Ohr nicht mehr richtig funktioniert und sie das Gefühl haben, dass sie sich zur Seite lehnen, obwohl sie es nicht tun. Aber mit dieser raffinierten, wenn auch komischen Erfindung, übernimmt die Schwerkraft die harte Arbeit für sie. Die eingeklemmten Materialien fließen immer in Richtung der Schwerkraft und geben dem Träger so eine stetige visuelle Orientierung. Diese Art von Brille sieht zwar sehr komisch aus, aber die Auflösung der Wahrnehmungsunterschiede zwischen den Ohren und den Augen kann Schwindel und Übelkeit deutlich verringern. Es fehlt nur noch, dass Kanye West auf diesen Trend aufspringt und ehe wir uns versehen, tragen wir alle so ein Ding. Nummer 10. Gumphone. Hattest du schon mal das Problem, dein Handy in öffentlichen Verkehrsmitteln so zu halten, dass du es bequem sehen kannst? Oder hattest du einen schmerzenden Arm, weil du dein Handy im Bett in der perfekten Position gehalten hast? Nun, mit ein paar öffentlich zugänglichen 3D-gedruckten Teilen und einem einfachen DIY-Montageprozess kannst du diese Probleme für immer beseitigen. Wir stellen vor, Gumphone. Durch die Kombination eines Mundschutzes mit einer Handyhülle kannst du dein Handy jetzt bequem und mühelos vor deinem Gesicht aufhängen, für das ultimative Videovergnügen. Sicherlich wird der ein oder andere deine Wahl des Gesichtsschutzes in Frage stellen oder sogar versuchen, dich schneiden zu lassen. Aber mit dem Gumphone hast du die Hände frei und bist der Letzte, der lacht. Wenn auch nur ein gedämpftes Lächeln, denn dein Mund ist ja voll. Nummer 9. Kippende LKWs. Es gibt geniale Ideen, die auf den ersten Blick lächerlich erscheinen. Zum Beispiel die Idee, einen LKW fast senkrecht zu kippen, um seinen Inhalt zu entleeren. Natürlich schlägt dir niemand vor, das von der Hand zu machen, selbst wenn du gerade deinen 15. Proteinshake des Tages getrunken hast. Aber dank des Brooks Drive-Over Truck Stumpers ist dieses unglaubliche Kunststück möglich. Mithilfe einer leistungsstarken Hydraulik und sicheren Verriegelungsmechanismen kippt dieses kraftvolle System den Inhalt von LKWs in Rekordzeit aus.
wie ein Kind, das sein Müsli auf den Boden verschüttet. Natürlich würde diese clevere Idee nicht so gut für einen LKW funktionieren, die Glas oder Porzellan transportieren. Aber für Getreide, Holzspäne und alles andere, was schnell transportiert werden muss, ist es ein Geniestreich. Vielleicht kann ich jetzt endlich den letzten Pringle aus der Dose holen. Nummer 8. Pringles der Zukunft. Apropos Pringles. Eine weitere geniale Erfindung ist diese Methode, die oft unbequeme Form der Pringles-Röhre zu überwinden. Mit einem einfachen Flaschenzugsystem und einem leichten Sog, der dir die Snacks direkt in den Mund befördert, kannst du deine Pringles endlich zu den entspannten Geräuschen eines Staubsaugers genießen. Joseph's Machines ist das Genie hinter dieser Erfindung und mit den unzähligen Beispielen kreativer Innovation, die er ständig produziert, hat er meine Stimme, um uns in die Zukunft zu führen. Nummer 7. Tragbare Zahnbürste. Ein weiterer Schritt in Richtung einer Welt, in der man die Hände frei hat, ist der Zahnbürstenersatz Tongue to Teeth, der für frischen Wind sorgt. Das Konzept, das von zwei kanadischen Freunden entwickelt wurde, ist ein an der Zunge befestigtes Einweg-Zahnputzgerät, dem du deine Zähne unterwegs gründlich und diskret reinigen kannst. Es passt genau auf deine Zunge und erreicht auch schwer zugängliche Stellen mit deinem Mund mit erstaunlicher Geschicklichkeit. Das ungewöhnliche Werkzeug hat eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, von der Auffrischung des Geschäftsmannes in Eile bis hin zu einer körperlich eingeschränkten Person, die ihre Arme nicht benutzen kann. Die Innenseite ist mit einer Beschichtung versehen, die Bakterien auf der Zunge abtötet, während die strukturierte Außenseite mit Zahnpasta gefüllt und zum Putzen bereit ist. Es ist sicher etwas ungewöhnlich, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Würdest du? Nummer 6,5, weil ich mich verzählt und es so spät gemerkt habe. Mopflops. Ein paar Flipflops mit Mopsträngen an der Unterseite mag zunächst verrückt erscheinen, aber hör mir zu. Wie oft hat schon jemand etwas verschüttet und du musstest dich auf die Knie begeben, um es aufzuwischen? Was ist, wenn der Boden geputzt werden muss und du dir fast den Rücken verrenkst, um ihn zu wischen? Nun, jetzt kannst du im wahrsten Sinne des Wortes zu einem blitzsauberen Zuhause tanzen. Alles, was du brauchst, ist ein Stück Stoff oder den vorgeschnittenen Stoff eines bereits vorhandenen Mops und klebe die Fäden an die Unterseite eines alten Paar Flipflops. Und schon kannst du mit einer einzigen Bewegung die Böden abstauben und auf dem Mond spazieren gehen. Wer sagt denn, dass Putzen keinen Spaß machen kann? Nummer 6. Aufbewahrung über Kopf. Wenn es im Stauraum geht, scheint man nie genug zu haben, es sei denn, du wohnst in einer Villa. Zum Glück haben die Leute von FamilyHandyman.com diese geniale Lösung für deine Stauraumprobleme erfunden. Durch die Montage einer einfachen Reihe von Sperrholzschubladen an der Decke können Aufbewahrungsbehälter leicht an der Decke von Garagen oder anderen aufbewahrungsintensiven Räumen verstaut werden. Und wenn du anfängst, Dinge an der Decke zu lagern, geht es nur noch nach oben. Achte nur darauf, dass deine Decke, die Schrauben und die Holzbretter das Gewicht aushalten. Nummer 5. Nach oben gehen. Wenn du immer noch nicht genug Stauraum hast, kannst du jetzt noch einen draufsetzen. Diese clevere Treppe wurde so konzipiert, dass die unteren Stufen herausgezogen werden können, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. So wird nicht nur der sonst vergeudete Platz unter der Treppe genutzt, sondern auch ein praktischer Platz zum Aufbewahren von Schuhen in der Nähe der Eingangstür geschaffen. Und das Beste ist, dass die Schubladen, wenn sie geschlossen sind, gar nicht auffallen. Es ist eine Treppe ins Paradies. Wenn dein Paradies viel Stauraum hat, ich weiß, dass meins so aussieht. Nummer 4. Ultimatives Etagenbett. Viele Menschen, die heutzutage eine Wohnung mieten, haben das Problem, dass sie trotz der horrenden Kosten einfach zu klein ist. Aber eine beengte Wohnung ist kein Problem mehr, solange du genug Platz für dieses geniale Design hast. Der Wohnwürfel. Diese Kombination aus Etagenbett und Wandschrank ist in verschiedenen Größen und Stilen erhältlich und bietet jede Menge Platz für deinen Fernseher, deine Bücher, deine Kleidung und Gadgets. Und das alles in einem super kompakten Design. Sicher, es wird ein paar Nächte dauern, bis du dich daran gewöhnt hast, in einem Bett zu schlafen, das direkt über all deinen Habseligkeiten steht. Aber wenn du nicht schlafen kannst, kannst du dir einfach ein Buch zum Lesen schnappen. Und wenn du etwas Zeit für dich brauchst, kannst du dich durch die Seitentür verstecken. Es ist zwar kein Überlebensbunker für die Apokalypse, aber ein Anfang. Nummer 2. Das Tor der Zukunft. Wenn es um Tore geht, gibt es eine riesige Auswahl, aber so ein Tor hast du wahrscheinlich nie erwartet. Dieses unverwechselbare Design nutzt ein täuschend einfaches zahnradähnliches Rotationssystem, um deinem Eingang ein gewisses Flair zu verleihen. Es kann zwar mehr schiefgehen als beim normalen Tor, aber die Freude über deine neidischen Nachbarn ist es allemal wert. So macht man einen guten Eindruck. Nummer 1. Wandertasche.
Wenn du dich schon mal wie ein Strauß fühlen wolltest, gab es nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt und nie ein besseres Produkt als dieses. Dieser zweibeinige Schlafsack, der gleichermaßen Kunst und Abscheulichkeit ist, kombiniert die Wärme eines Schlafsacks mit der Mobilität einer dicken Hose für Arktisexpeditionen. Natürlich wäre es schön, auch die Arme bewegen zu können, aber wer es wirklich gemütlich und raffiniert mag, weiß es besser. Diese geniale Erfindung ist in verschiedenen Stilen und Farben erhältlich und lässt sich mit einem Reißverschluss öffnen, um den Füßen bei Bedarf etwas Luft zu geben. Manche lassen sich sogar wieder zu einem normalen Schlafsack verschließen. Wenn du Komfort und Mobilität magst, dann braucht das Genie dieses Produktes keine Erklärung. Und wenn du dir unsicher bist, kann ich nur raten, darauf zu schlafen. Welche dieser genialen Ideen würdest du gerne in deinem Alltag integrieren? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.